Also ich rede heute über Begriffe und dass man seine Begriffe, die man selber verwendet, definieren sollte, weil es unter gewisse Begriffe wird oft was anderes verstanden von gewissen verschiedenen Leuten. Also fangen wir mal an mit national, regional oder doch zentral vielleicht. Fangen wir an mit national, zur Wortherkunft. Natio, Latein für Geburt, Herkunft oder Heimat. Bei den Begriffen Heimat oder Herkunft kann man vieles sagen. Ich kann sagen, ich bin aus Europa. Ich kann sagen, ich bin aus Österreich. Also im Normalfall sage ich, ich bin aus dem Weihviertel, ich bin aus Hollerbrunn. Ja, aber das, wenn ich in England war zum Beispiel, habe ich gesagt, ich bin aus Österreich, weil Weihviertel sagt dem relativ wenig, also die Leute relativ wenig in England. Oder in Deutschland, wenn ich da sage, ich bin aus Europa, ich meine, es ist richtig, aber ich würde mir deppert ausschauen und sagen, wo hier aus Europa bist. Ich meine, und wenn du irgendjemand auf derer Welt sagst, du kommst von derer Welt, dann werden sie ja überall fragen, von wo du kommst. Das ist ja, ich meine, die Heimat ist, also da wo es die Herkunft, also Tirol ist zum Beispiel in meinen Augen ein Heimatidentitätsgebiet, weil die Tiroler sehen sie als Tiroler. In Niederösterreich ist das nicht so, ein Weihviertler sieht sie meistens als Weihviertler und nicht als Niederösterreicher. Oder ein Werner ist auch, also ist ein Werner, ich meine, da ist auch oft so, dass, also Werner differenzieren sich dann auch ein bisschen manchmal, das, also ich bin kein Favoriten zum Beispiel, ja, und, ja, dann, so, also, ja, und dann wollte ich nur sagen, also ich bin mit nationaler Tendenz, sage ich gern, weil ich bin mit meiner Heimat verbunden. Wenn ich sage nationale Tendenz, dann meine ich nicht die Nationalstaaten von heute, weil die heutigen Nationalstaaten sind in meinen Augen meistens keine Nationalstaaten. Da nicht alle Staaten auf der Welt sind Nationalstaaten, weil Russland hat viele Nationen in sich, viele Völker, weil in Sibirien sind ja andere Leute wie in Europa daheim. Oder China ist auch in Tibet, das sind die Tibetaner und keine Chinesen. Oder auf Kreta, die Leute sehen sie als Kreten und nicht als Griechen. Das ist oft so, dass sie... Und es darf sich auch jedes Volk selber als solches definieren und es darf nicht irgendeine andere übergeordnete Macht einfach sagen, es gehört zu dem Volk dazu, das darf jedes Volk für sich sagen. Sondern der Begriff regional, Region. Also die Definition von Wikipedia. Region bezeichnet in der Geografie ein Gebiet, das geografisch, politisch, ökonomisch und oder administrativ eine Einheit bildet. Das ist einmal eine sehr schwammige Definition, weil Europa ist eine politische und ökonomische Einheit, das ist einmal eine Region, oder Österreich ist vielleicht eine Region, oder der deutschsprachige Raum ist eine Region, also ich meine, viele Leute verstehen unter Region vielleicht Weihviertel oder Waldviertel, Wachau. Das ist sehr, also da sollte man halt auch vielleicht klarstellen, was man mit dem Begriff meint, weil jeder versteht vielleicht wohl was anderes darunter. Und ja, zentral ist auch noch so ein Begriff. Fangen wir mal groß an. Wir konnten eine Zentrale für einen Welthandel gründen. Ich meine, ich glaube, das gibt es schon, aber ja. Europäische Zentralbank gibt es, da ist was in Europa zentralisiert. Man kommt aber genauso, also es gibt Zentralasien, es gibt Zentren in quasi alle Dinge. Es gibt also früher zur Zentralkomitee der sozialistischen Einheitspartei gegeben, heute gibt es ein Zentralkomitee der kapitalistischen Einheitspartei. Ich meine, es heißt nicht so offiziell, aber ja. Zentralfriedhof! Zentralfriedhof ist auch sowas. Von wo ist er der Zentralfriedhof? Weil von ganz Wern ist er nicht der Zentralfriedhof, in Meidling gibt es auch einen Friedhof zum Beispiel. Ja, er ist nicht zentral, aber. Ja, und man kann Zentralbanken in Regionen auch machen. Man muss nicht eine europäische Zentralbank haben, man kann eine österreichische Zentralbank oder eine Weihviertler Zentralbank. Oder wie es in Wörgl war. Ich meine, in Wörgl war es nicht eine Bank, aber im Prinzip kann man auch jeder Gemeinde eigene Zentralbank machen. Das ist ja nicht so. Das, also man kann, die Begriffe sind sehr, die sollte man vorher definieren, bevor man es verwendet, weil es verstehen viele Leute was anderes unter gewisse Begriffe. Und dann
gehen wir gleich weiter zum Begriff Demokratie. Also ich verstehe unter Demokratie was anderes wie viele von euch vielleicht, weil für mich ist eine Demokratie ein Gemäuer, eine Gemeinde, die was sich selber verwaltet. Also die, was sich um einen eigenen Mist kümmert quasi. Und bei den anderen nicht dreipfuscht. Ich meine, natürlich sollte man einer anderen Gemeinde helfen, wenn die Hilfe braucht. Aber dann nicht sagen, nur unter den Bedingungen helfen wir euch, wie die Sparmaßnahmen im Griechenland. Weil, also, da hätte ich gerne die goldene Regel anwenden, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das gleich umdran, was du willst, was man für die macht, das mache ich für andere. Weil dann wird es funktionieren. Ja, und wenn wer sagt, mit Demokratie meine ich direkte Volksbestimmung, dann ist die Frage, in welchem Rahmen die Volksabstimmungen. Weil, ob ich jetzt eine Volksabstimmung im Bezirk Hollabrunn mache oder in Österreich oder in der ganzen EU, je nachdem, wie groß oder klar du machst, fährst du über mehr oder weniger Leute einfach drüber, weil einfach mehr oder weniger Leute eine andere Meinung haben. Das ist einfach. Ja, und Demokratien von der Wortherkunft, also eine Gemeinde, die sich selber verwaltet, sowas gibt es heute auf der Welt sehr selten. Also vielleicht irgendwelche Ureinwohner in Urwäldern, oder ich kann mir vorstellen, dass sowas noch in Grönland gibt oder in Sibirien vielleicht. Aber im Prinzip rein formal ist sowas ausgestorben. Oder Kinderarmut ist auch noch so ein Begriff, der heute sehr gern ein bisschen verdraht wird. Kinderarmut ist Armut an Kindern und nicht Armut der Kinder. Wenn ein Kind, ein Land, eine Region an Kinderarmut leidet, dann gibt es zu wenig Kinder in der Region. Das haben wir in Europa, in einem reichen Land, wo die Kinder im Regelfall nicht so arm sind. Ja. Aber die armen Länder, wo die Kinder arm sind, haben aber oft einen Kinderreichtum, da gibt es oft sehr viele Kinder, aber es sind deswegen kinderreich und die Kinder dort sind trotzdem arm. Oder Wirtschaft ist auch so ein Begriff, den kann man von zwei Seiten betrachten. Oder von mehr auch, aber ich betrachte ihn von zwei Seiten jetzt. Entweder jeder Mensch in einem Wirtschaftsraum ist Teil der Wirtschaft, weil ein Wirt ist, der schafft. Das heißt quasi, ist ja die Wortherkunft, jeder Wirt, also jeder Mensch, der was macht, ist ein Teil der Wirtschaft. Oder man betrachtet es von der anderen Seite, Konzerninteressen, Bankinteressen dann in weiterer Folge. Und Konzerninteressen sind im Regelfall widersprüchlich zu den Interessen von den normalen kleinen Leuten, weil, also es wollen die meisten Leute wollen keine Gentechnik oder so und so weiter. Und ich glaube auch in Amerika wollen relativ viele Leute keine Gentechnik, aber sie haben halt offensichtlich keine andere Wahl. Geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut, sagt der Leiter. Das ist auch Blödsinn. Also, falls nicht wer gehört hat, er hat gesagt, geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut, ist nicht zwingend richtig. Natürlich, wenn es der Wirtschaft gut geht, kann es uns auch gut gehen, das ist kein Widerspruch. Aber wenn es der Wirtschaft gut geht, dann kann es uns aber auch schlecht gehen. Das ist, also kommt darauf an wieder, was man unter Wirtschaft versteht natürlich. Also wenn man unter Wirtschaft die Konzerne meint, dann ist es. Ja, so kann man es, so stimmt's, ja. Das ist sehr gut. So. Und dann arbeiten. Ja, gerne. Arbeiten. Also, was ist arbeiten? Nur was, wofür man Geld kriegt. Das heißt, dann war der Mutter demnach kein. Also, wenn der Mutter beim Kind daheim bleibt, ist es keine Arbeit. Also, theoretisch. Aber ich glaube, für mich ist das eigentlich schon eine Arbeit, auch wenn man kein Geld dafür kriegt. Man eigentlich sollte es dafür Geld kriegen, aber das ist wieder was anderes. Also, Arbeit. Wenn man die Freien da hinten im Parlament anschaut, für die ist es wahrscheinlich keine Arbeit, weil sonst dann eine Familienpolitik betreiben und keine Antifamilienpolitik, wie das im Moment für mich ausschaut. So, ich konnte noch weitere Begriffe aufziehen, aber ich glaube, ich verstehe es, was ich meine. Definiert es einfach gewisse Begriffe, die vielleicht nicht ganz so klar sein könnten, bevor es anfängt. Also beim Reden, weil ich verstehe oft was anderes oder irgendwer andere versteht was anderes unter dem Begriff, wie man selber, der was gerade redet. Und da kann man aneinander vorbeireden, wenn einfach keiner die Begriffe definiert, dann reden wir vielleicht mit demselben Begriff und zwar komplett unterschiedliche Sachen. Kann passieren, wie man sieht, national, regional, zentral, das ist sehr. So, danke fürs Zuhören. Thank you.